Hallo, liebe Freunde des gepflegten Klötzchenbauens. Hier sind wir wieder bei einer neuen Folge von Let's Play Xbox 360 Minecraft. Jo, man hört sich, ja, ich leide immer noch, aber egal. Also, ich werde mal gucken. Ich brauche auf jeden Fall wieder was zu futtern, sehe ich gerade. Genau. Und dann werde ich mal be zu Beginn, also die Wortfindungsschwierigkeiten habe ich auch, wenn ich krank bin, ne? Hat man ja gerade gemerkt. Werde ich erstmal die Holzschälchen wegpacken und dann werde ich etwas bauen, was ich schon lange machen wollte. Ja, und zwar brauche ich davon zwei. Also ich gucke erstmal nochmal genau nach, was ich dafür nochmal brauche. Also vier Obsidian, zwei Diamanten und ein Buch. Okay, machen wir das mal. Also 1, 2, 3, 4. Zwei Diamanten brauchen wir. Zwei, genau. So, dann haben wir das und dann brauche ich jetzt noch ein Buch. Ein Buch. Habe ich denn irgendwie. Ah. Okay. Entschuldigung. So, dann werden wir nochmal schnell ein Buch draus machen. Und dann haben wir ja eigentlich auch schon das Notwendige. Und ich werde auch nochmal ganz viel Bücherregale machen. So, mal gucken. Habe ich denn hier irgendwie. Ja, hier ist noch was. Nee, Weizen. Ach, da war eine. Ach, hier ist noch was. Ach so, siehst du? Ich habe gerade schon überlegt, so Mensch, wo hast du denn das jetzt hin? Da ist doch so viel von diesem Zeug, wo man halt Papier draus macht. Das ist ja Zuckerrohr, aber ja, ich wüsste eigentlich nicht, dass man aus Zuckerrohr Papier macht. Naja, egal. So, und dann ganz viele Bücher und dann Bücherregale draus klöppeln. So. Ah, zumindest ein paar haben wir jetzt. Mehr Holz habe ich auch gerade im Moment gar nicht. Hui. Naja, dann machen wir mal den Verzauberungstisch. Endlich, da ist er. Da haben wir ihn. Ach nee, das wollte ich jetzt nicht wegschmeißen. Das soll ja hier wieder in die Truhe rein. Genau, das kommt ja wieder schön hin. Und das bauen wir dann einfach mal hier oben rein, würde ich sagen. Hier so in unser Dachgeschoss. Es ist nur die Sache. Wie machen wir das am ungünstigsten? Das hier haben wir die Werkbank. Hier sind die Bücherregale. Vier Stück haben wir davon. Ja. Dann würde ich mal sagen, die Bücherregale. Puh, ich meine das jetzt am ungünstigsten. Ich setze einfach erstmal hier welche rein. Das sieht gar nicht mal so schlecht aus. Genau, und dann kommt der hier davor. Genau, so, nat. Weil ich kenne es halt nur so, ich weiß nicht, ob es jetzt hier auch so ist, zumindest am PC ist es so, je mehr Bücherregale in der Nähe sind, desto stärker ist dieses Verzauberungsding und dann werden wir mal was verzaubern lassen. So, nehmen wir mal hier unsere Spitzhacke, ne? Nehmen wir mal die hier lieber. Genau. Ah, und wir sehen, da haben wir was. Nehmen wir mal das hier. Also wir sehen jetzt nicht, was es ist. Genau, und mal schauen, was ist da jetzt für ein Effekt? Effizienz und Haltbarkeit. Wo haben wir gesteigert? Sehr schön. Dann werden wir auch mal die Rüstung nehmen. Die werden wir auch mal verbessern. Oh, nehmen wir mal das hier. Genau. Also wir können immer nur einen Zauberspruch und wir sehen, Schutz 1 haben wir jetzt dazu bekommen. Nehmen wir mal die Schaufel nochmal nehmen. Oh, nehmen wir gleich mal hier 7. Also das heißt 7 Level. Also Effizienz haben wir jetzt gesteigert damit. Ja, ein bisschen was haben wir verbessert. Jetzt müssen wir mal gucken. Unser Level ist auch wirklich abgegangen. Das heißt, diesen Bug, irgendwer von euch hatte mir das ja erzählt, von wegen, ja Mensch, da gibt es einen Bug, dass man das nicht braucht. Das ist wohl nicht so. Oder ich hab da irgendwas nicht gemacht, was man dann dafür machen muss, damit das halt so rum funktioniert. Aber egal, ist jetzt auch nicht so schlimm. Dann werde ich mal unten die Slime-Farm weiterbauen. Ne, dass wir da bald fertig sind mit. Denn ich möchte ja endlich Slimes ernten, damit wir dann auch die richtig schönen Sachen bauen können. Ja, dann muss ich irgendwann noch dieses Nether-Portal bauen, das andere, weil ich will auch unbedingt die Lohnrouten haben, damit wir Zaubertränke brauen können. Mann, 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 da kommt noch einiges auf uns drauf zu. Und, ist hier schon was? Nee, natürlich nicht. Kein Slime in Sicht. Schade. Ja, ich hau einfach mal alles nochmal weg hier. Muss ja jetzt alles noch erledigt werden. Ich könnte natürlich jetzt auch die Verzauberte nehmen, aber das möchte ich erstmal nicht. Ich möchte erstmal das Ding hier weg. Also aufbrauchen vielmehr. Und dann mal schauen, was denn daraus wird. Ja, verdammt, also ist ein bisschen doof, dass jetzt noch keiner da war. Normalerweise sollte es eigentlich groß genug sein. Es kann natürlich auch sein, dass es jetzt noch nicht hell genug gewesen ist dafür, für die Slimes. Oder wir einfach noch zu nah dran waren. Das wäre natürlich auch noch eine Möglichkeit. So, alles hier nochmal rausklöppeln. Genau. Und dann vorsichtig hier ranpirschen an die Steine. Und dann haben wir ja die Ebene fast fertig. So. Genau.
dann können wir hier schon mal schön fleißig rumlaufen. Da sehen wir auch schon jede Menge Redstone, der uns gleich gehören wird. Juhu! Ach ja, schön. Dann haben wir da auf jeden Fall genug Grundlagen für etwaige Bauten, wie zum Beispiel eine Zugbrücke oder ein tolles Schaltersystem für irgendwie ein Lagerhaus oder sowas oder einen versteckten Tunnel, der sich dann auftut mit einem Wasserfall, der davor ist, der dann, wo dann vorher der Wasserfall verschwindet und dann danach dann die Wand aufgeht. Da gibt es so viele Möglichkeiten, was man da alles machen kann. Und deshalb, gucken wir mal. Das Simpelste war jetzt wirklich eigentlich mit der Farm, mit der Getreidefarm, die wir vor Ewigkeiten mal gebaut haben, die ich auch mal wieder abernten muss und neu bestücken muss dann in dem Fall. Nicht, dass der ganze Weizen vergammelt. Ah, und ich habe immer noch keine Kürbissamen, fällt mir gerade auf. Nicht Kürbis, Melonen. Genau. Das fehlt uns auch noch. Ja, müssen wir mal gucken. Da wird sich aber garantiert noch was finden. Wir haben ja noch längst nicht alles erkundet von der Unterwelt, von unserer kleinen Welt. Deshalb, da wird garantiert noch die ein oder andere verlassene Mine sein, wo wir dann die Chance haben, was zu ergattern. Und jetzt muss ich mal gucken, wie ich das mache. Also mal hier, 3. Und dann... Bloß, dass es halt hell genug ist. So, und... So, ist das in Ordnung? Hier ist ein 3 Abstand und hier sind nur 2. Nee, das passt nicht. Muss das hier weg. Genau. Boah, das ist auch schöner. Da mache ich immer einen 3er Abstand. Ja, ne? Ja, wunderbar. Dann ist es auch schön ausgeleuchtet. Ja, dann kommt hier wieder eine hin. Dann hier und... Ups. Hier auch noch. Ja, die anderen Fackeln kommen erstmal wieder weg. Vielleicht werde ich dann zwischendurch nochmal die eine oder andere Fackel reinsetzen. Ah, es geht auch genau auf. Sehr schön. Ah, so hatte ich mir das gewünscht und vorgestellt. Ja, ist doch jetzt hell genug, sollte es sein, für Slimes. Dann werde ich jetzt eigentlich nur noch die nächste Etage reinziehen. Oder? Oder lasse ich das erstmal so? Ah, es ist eigentlich auch ein bisschen klein für Slimes, wenn ich das so sehe. Mal hier zumachen. Weil jetzt hier oben, also hier praktisch, müsste jetzt die nächste Ebene rein. Also hier praktisch jetzt. Ich deute das schon mal an. Alles schön zumachen, genau. Hier müsste jetzt die nächste Ebene rein, auf jeden Fall. Müsste ich hier jede Menge wieder ransetzen. Oh. Ich glaube, das lasse ich erstmal so. Wir werden das erstmal hier so belassen, wie es momentan ist. Ich mache mal hier den Gang nur ein bisschen breiter. Genau. Werde dann noch eine Tür hier reinsetzen. Ich hoffe, ich habe noch genug Holz mit, dass ich überhaupt eine Tür hier reinsetzen kann. Hey. Das ist eine seltsame Sache. Und dann mal schauen, wann denn hier überhaupt Slimes kommen und wie viele. Ob wir denn hier Glück haben, ansonsten müssen wir uns dann doch eines von diesen anderen Gebieten aussuchen, wo mehrere potenzielle Gebiete waren, wo Slimes halt spawnen könnten. Müssen wir mal schauen, wie das da wird. Also wir werden sie auf jeden Fall kriegen, keine Panik, das 100 Pro. Das ist nur die Sache, wann. Das werden wir mal hier so eins breiter machen, genau. Wäre natürlich klasse, wenn jetzt gleich irgendwie noch ein Slime spawnt, aber wir sind dafür normalerweise noch zu nah dran. Oh, hier noch die Steinchen fleißig mitnehmen. Also wenn wir noch nicht genug Steine hätten, nicht wahr? Und dann muss hier noch eine Fackel ran, genau hier. Und hier. So, dann sieht es auch schön aus. Dann gucke ich nochmal hier hoch, was wir hier nochmal hatten. Ja, genau, hier war das ja gewesen. Da sollte ich vielleicht hier noch eine Ebene einziehen. Genau, dass man hier auch vernünftig aussteigen kann, falls man dann doch nochmal hier hin möchte, um nach irgendwas zu gucken, nochmal ein bisschen rumbuddeln will. Also wir sehen, wir haben ja eigentlich alles rausgeräubert an der Stelle. Aber hier hinten, ja, hier ist ja noch Lava. Und da geht es wahrscheinlich sogar noch weiter. Ich würde mal nochmal hier ein bisschen rumklöppeln. Vielleicht sehe ich noch das eine oder andere. Vielleicht tut sich noch irgendein Diamant auf. Na, ist da irgendwas? Nee, natürlich nicht. Tja, na gut, dann war es das erstmal an der Stelle. Dann haben wir zumindest die Pflicht erfüllt mit der Slime-Farm. Das muss jetzt halt nur funktionieren. Und der Rage ist online. Hallo. So. Und mal schnell noch hier hochkraxeln. Na komm, los, schneller. Ah, schade, dass man die Leiter nicht hochrennen kann, oder? Also es dauert mir zumindest ein bisschen zu lange. Es könnte ruhig schneller gehen.
Ja, die Kühe hören wir schon wieder. Was machen die Hühner? Ja, sehr schön. Haben wieder fleißig gelegt. Ich werde es jetzt nochmal versuchen mit den Hühnereiern. Ach, verdammt. Die sollen ja gar nicht da rein. Jetzt habe ich hier aus Versehen den falschen Knopf wieder gedrückt. Nochmal ein paar Hühnereier hier reinwerfen. Hoffen, dass hier vielleicht ein Huhn bei rumkommt. Aber ich glaube, die Chancen sehen extremst mies aus. Puh. Also was ich machen könnte, wäre natürlich. Ich glaube, die lockt man ja mit den Samen an, also mit Weizensamen. Lockt man Hühner an, war das nicht so? Ich guck mal. Habe ich denn davon noch welche? Ja, genau, Weizensamen. Also was ich nämlich jetzt machen könnte, wäre das Wasser da kurz wegzumachen, dass dort kein Wasser fließt und praktisch die Viecher einfach zu uns runterkommen können. Das könnte man versuchen. Wir sehen schon, da sind schon richtig geierig drauf. Oder? Naja, eigentlich eher nicht. So, lass mich mal hier hoch. Verdammt, geht weg. Weil dann werde ich die jetzt unterirdisch einfach mal. Ja, ich will nicht runter, nein. So, ich hatte ja nur hier ein Wasser gesetzt, genau. Und, ach, lass mich doch mal vorbei. Es ist ja schlimm mit euch hier heute. Was ist denn da los? Genau, hier noch. Und dann, na komm, und dahin. Genau, jetzt ist das ganze Wasser weg. Und dann können die eigentlich hier rein. Wenn sie mir denn folgen. Ja, sie folgen mir. Sehr schön. Oh, drei Stück reichen mir auch schon. Sehr gut. Na kommt. Fein. Immer schön brav mitkommen. Ja, genau. Schön reinkommen. Ja, ihr hier auch. Genau, ihr kommt hier auch mit rein. Ja, na komm. Ja, sehr gut. Ah, wunderbar. Dann haben wir doch hier zwei Stück drinne. Genau, das eine Huhn, ja, mal ein bisschen durch die Gegend lotsen. Ja, und du kommst hier auch mit rein. Sehr schön, sehr schön. Okay, gut, dann werden wir euch mal hier vermehren, ne? Hier in Larv-Mode setzen. Du auch, so. Wunderbar, juhu, ihr beiden macht jetzt hier bitte Nachkommen. Das muss ich noch ein bisschen ändern. Das muss ich noch nach oben durchziehen. Ich glaube, das wäre ja noch komplett umbauen. Habe ich denn noch Glas? Wo ist Glas? Hier müsste Glas sein, genau. Ah, sehr gut. Und dann kann ich nämlich einfach dann die jetzt hier dann hochzüchten, die Viecher. Hier hinten muss ich bloß das Wasser dann wieder setzen, damit die nicht mehr runterkommen. Mal schauen, das hier nehme ich mal kurz aus der Hand. Was brauche ich noch? Also Glas brauche ich und ich brauche eine Holztür. Habe ich hier vielleicht noch eine Tür drinne? Nee, natürlich nicht, aber hier habe ich noch Holz zumindest. Auch mal nicht schlecht. Oder war da noch was? Nee, nur Schilder. Genau. Und dann platziere ich die eine Werkbank dann hier unten wieder irgendwo. Nein, nicht. Ah, verdammt, nicht wegschmeißen. Dann komm schon. Blum, 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 blum. Die mache ich dann, wenn das da ist, dann kommt das hier hin. Genau. So. Und dann kann ich nämlich die Tür mal schnell basteln. Genau, eine brauche ich. Und dann hier machen wir mal die Tür zu. Genau, so. Ha! Tja, damit hast du nicht gerechnet, kleines Huhn, hä? So, und dann mache ich hier einfach nämlich einen Glasrahmen. Oh nein, verdammt, das ist durchgekommen. Na egal, ich kann es ja wieder reinlocken. Aber die haben gar keinen. Also ich habe gar kein Babyhühnchen hier. Genau, geht mal da weg. Das ist unschön, was ihr da macht. Genau, haha. Und da legen sie nämlich hier auch Eier. Sehr gut. Du sollst mir hier. Oh, das ist ja schlimm. Was soll denn das? Naja, wenn das eine da rumflitzt, ist jetzt auch nicht so wild. Ich werde das doch mal hier in die Ecken vielleicht was setzen. Also ein bisschen mehr Fackeln, weil es mir doch zu dunkel ist. Und reicht es so? Reicht es? Ja, ne? Mal kurz den Weizen wieder in die Hand nehmen. Oder den Weizensamen vielmehr. Na komm. Hier, du sollst mir folgen. Noch, geht immer da rein. Geht immer da rein. Geht mal da rein. Ah. Hier, komm her. Weizen, lecker Weizen. So, und dann werde ich einfach das Huhn hier niederknüppeln. Ha!
Ching, ching. Und weg ist es. So. Na gut, jetzt so grob hat es geklappt. Warum auch immer die sich nicht vermehren, das wäre mal interessant. Weil normalerweise sollten die jetzt so ein kleines Babyhühnchen kriegen. Naja, klappt irgendwie noch nicht so ganz anscheinend. Gut, dann bringe ich mal das Glas wieder weg. Genau. Und dann die Eier und alles. Und wir haben zumindest gezeigt, also wir können eine kleine Hühnerfarm machen. Hm, ja, klein. So, Steine noch wegbringen, alles fein säuberlich. Genau. Ein bisschen Erde haben wir auch noch dabei gehabt. Richtig. Das Hühnchenfleisch kommt, glaube ich, hier haben wir ja Fleisch generell drin, ne? Und alles, was halt Nahrung ist. Ah, da fällt mir gerade ein, ich muss halt auch noch die Pilzfarm machen. Uiuiuiui. Oh, ich habe noch so viel zu tun. Ja, da wird mir auf jeden Fall nicht langweilig. Also nicht so schnell zumindest. Okay. Und dann mal flugs wieder hoch. Noch den Weizensamen weggepackt. Ja, die muhen hier so ein bisschen rum, die Kühe. Die Mukus. Noch irgendwas? Ach ja, den Redstone, der kann noch weg. Genau. Jetzt mal vorsichtig gucken, ob was hier so los ist draußen. Weil wir waren jetzt sehr lange unter Tage. Da kann schon sein, dass der ein oder andere gegnerische CPU gespawnt ist. Ich guck mal schnell in die Monsterfalle, ob da vielleicht irgendwas los war. Vielleicht haben wir ja Glück. Ja, stimmt. Hier muss ich ja jetzt noch das Wasser reinsetzen. Ei, Karamba, das darf ich nicht vergessen. Oh nein, 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 nein. Geht weg. Ihr garstigen Viecher, ey, ihr seid doch so mies. Gibt's denn sowas, ey? Wie fies ist das denn? Also bitte, das macht man nicht. Man haut hier nicht einfach ab, ja, aus meinem Tümpel. Lasst mich dahin. Ich hab's eilig, ich bin Arzt. So, genau, dann holen wir nochmal zwei Wassereimer und dann ist das alles wieder so, wie es sein soll. Dann sammeln wir auch noch schnell die Eier auf, die da am Rand überall hingelegt haben. Weil das ist ja nicht das Ziel unserer schönen Hühnereierfarm. Eins ist leider entkommen, das werde ich auch gleich mal, so der Freiheit wieder berauben. Hier, komm her. Ha. Genau, weil das geht nämlich gar nicht, weil die anderen denken sonst so, Mensch, hier, Freiheit, coole Sache. Der Kalle da draußen, der fühlt sich richtig wohl. Nee, nix da hier von wegen draußen wohlfühlen, gibt's hier nicht. Genau, so, das einmal mitnehmen und hier mal am Rand lang latschen. Das macht's ein bisschen besser. So, und ihr geht fleißig wieder baden. Genau, ihr seid jetzt mal produktiv. Das ist eure Aufgabe hier in dem Spiel. Was anderes müsst ihr einfach nicht machen. Genau, so. Die legen fleißig wieder die Eier. Ich bin glücklich. Ach, sehr schön. Dann könnte ich eigentlich mal das Weizenfeld wieder machen, ne? Oder? Habe ich da jetzt Lust zu? Ja, eigentlich nicht. Eigentlich müsste ich mich wirklich um den Sand kümmern. Wie sieht es denn von Uhrzeit aus? Oh, sehr gut. Dann werde ich das doch, glaube ich, mal machen. Dann bringe ich nur... Ah, nee, das lasse ich jetzt kurz dabei. Ich habe ja Schaufel, alles da. Okay, los, lauf. Hi, Kuno. Ja, ich muss noch Abstand halten. Ich bin immer noch ein bisschen kränkelig, Kuno. Nicht, dass du böse bist. So, oh, wo sind die andere Lore hin? Hör. Ungewöhnlich, würde ich sagen. Und auf geht's. Juhu. Wer weiß, was jetzt hier lungert in dem Tunnel. Es stockt schon wieder, ne? Das hatten wir doch das eine Mal schon auch schon gehabt. Ist ganz komisch, weil sonst, also zu Beginn, als wir das gebaut haben, da hat es nicht gestockt. Sehr komisch alles. Verstehe ich noch nicht. Also ich bin noch nicht dahinter gestiegen, was das jetzt soll. Oder warum, wieso, weshalb das jetzt am Ruckeln ist die ganze Zeit, wenn man hier mit der Lore durch die Gegend fährt. Aber nun gut. Ist hier vielleicht die andere drinne? Ja, hier ist auf jeden Fall die andere drinne. Ja, okay, dann mal schnell da hinten hingerannt. Da ist ein Schaf, oder? Nee, ist ein Wolf. Ah, ich habe jetzt auch leider keinen Weizen dabei. Oder ich weiß gar nicht, brauche ich Weizen oder irgendwas anderes? Ja, ich müsste die auch so einmal quer durch die halbe Welt dahin locken. Das möchte ich auch nicht. Muss ich eher schauen, dass wir bei uns vielleicht in der Nähe das Glück haben, dass da ein paar Schafe sind, die wir dann zu uns in unser Tal locken können und so halt dort in Gatter sperren. Okay, ja, hier geht's weiter. Genau, so, fleißig Sand abbauen, denn ich brauche ja Glas, wie gesagt, und Sandstein. Und da wir ja wirklich gar nichts mehr davon hatten, machen wir das halt schnell hier. Ich hoffe bloß wirklich, dass hier nichts ist. Da ist schon mal Sandstein zwischendrin gewesen eben. Auch nicht schlecht. Ach, sehr schön. Geht's doch langsam voran.
Ja, komm, los. Fleißig. Ja, also, ich bin jetzt überlegen, ob ich jetzt einfach nur generell ganz viel Sand abbaue und daraus halt Sandstein mache. Obwohl das ein bisschen schade wäre. Denn immerhin brauchen wir ja 4 Sandblöcke, um halt einen Sandsteinblock zu kriegen. Ich weiß nicht, also da gehe ich doch dann lieber generell auf die Suche nach normalem Sandstein. Also so schon von Grund auf Sandstein, ne? Ohne dass man den auch umbasteln muss. Und dann findet man nämlich auch solche Sachen wie Kohle zwischendurch. Ach, sehr schön. Wir sehen, hier ist ganz, ganz viel Sandstein drunter. Ja, sehr gut. Wahrscheinlich auch noch irgendeine große Mine, die sich gleich auftut und uns verschluckt. Ach ja. Wer weiß. Abenteuer über Abenteuer, die wir hier bestehen werden. Ich bin ja sowieso mal gespannt, was jetzt im neuen Jahr, das wir ja nun haben, wann da eventuell ein Patch kommt und was als nächstes kommt. Ob da wirklich vielleicht jetzt ein kleines Update rauskommt mit irgendwelchen tollen Neuerungen. Oder irgendwelchen kleinen neue Sachen. Mal schauen. Also bisher ist ja noch nichts. Ist ja auch noch ganz frisch das neue Jahr, nicht wahr? Aber kann man schon mal gespannt sein, was da überhaupt noch alles kommt dieses Jahr. Und was die netten Damen und Herren da bei den 4J-Studios sich haben einfallen lassen. Ich weiß nicht. So ein gemischtes Gefühl, so ein bisschen. Und wir sehen, hiermit geht's auf jeden Fall schon mal schneller. Mit der magischen Axt, ja. Sehr schön. Also Sandstein geht ja generell extremst flott abzubauen, weshalb ich den auch ganz gerne benutze zum Bauen. Denn wenn man da einmal irgendwie sich kurz verbaut hat, dann ist es gar nicht so wild, weil so flups einmal kurz gegengetreten, dann liegt er wieder da. Ich schau gleich mal, wie viel wir haben. Aber ich werde ganz schön viel Sandstein brauchen. Oder ich mache halt eine riesige Glasfront da oben unter das Dach. Aber es sieht vielleicht auch nicht aus, oder? Müssen wir mal ausprobieren. Das ist dann wieder die Probierstunde, ne? Da gucken wir dann wieder, wie das alles aussieht und wirkt. Ne? Dieses tolle Wort wirken. Ah, okay. Wollen wir hier raushauen. Und geht die Sonne bald unter? Wahrscheinlich. Und wir hängen hier in so einem großen Loch fest und kommen nicht rechtzeitig raus. Alle Monster fallen hier rein. Die lauern wahrscheinlich schon oben am Rand und so. Wenn es gleich Nacht wird, dann bist du fällig, Mr. Zogger. Ah, wahrscheinlich. Aber vielleicht auch nicht. Vielleicht haben wir Glück. Mal schauen. Bisher haben wir eigentlich immer Glück mit allem, was wir hier gemacht haben. Ja, okay, außer wenn ich da so an die Weihnachtsfolge denke, mit den Gasts, die uns da wirklich extrem verhauen haben. Das war äußerst unangenehm. Oh, die haben auch... Wie viel habe ich denn jetzt? Also, das ist Sand. 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 Oh, hier Sandstein. Oh, da haben wir doch einiges jetzt mittlerweile. Sehr schön. Hätte ich jetzt nicht gedacht, dass wir da so schnell an so viel Sandstein kommen. Oh, und auch hier gegen normalen Sand. Also, das bringt ja mal einiges. Hübsch, hübsch. Na, und hier auch nochmal alles weghauen. Genau. Nehme ich den Sand auch noch mit. Sodass ich es dann auch wieder nach oben schaffe. Ja, lass mal den Sand hier abrutschen. Genau. Kleinen Moment mal. Ach ja, schlimm hier. Also ich hoffe wirklich, dass es bald vorbei ist mit dieser Erkältung. Also so langsam wird es nervig. Ist nicht mehr angenehm, sondern echt nur noch nervig. Obwohl ich weiß gar nicht, ob Erkältungen jemals irgendwie nicht nervig sind. So, mal zurückrennen. Ja, doch, rennen wir wieder zurück. Ich glaube, das reicht für den nächsten Moment. Und dann... soll es das für die Aufnahme dann auch schon wieder fast gewesen sein, denn ich bin immer noch in der Phase, wo ich mich doch ein klein wenig genesen muss. Ich hoffe, dass es jetzt morgen besser wird. Oh, Schafe. Schafe. Der Wolf hat es noch nicht gesehen, das heißt, wir können schnell seine Wolle berauben. Juhu! Ja, hier lang. So. Da hinten ist dann noch ein Wolf. Das war eben das Schaf, was wir da ausgeräubert haben. Das Glas ist jetzt so ein bisschen meckerig, ne? Jetzt ist es kalt hier, ohne Wolle. Aber nun gut, das ist sein Problem, nicht unseres. Oh, Kühe. Ungünstig. Echt ungünstig, einfach hier auf den Gleisen zu stehen. Das macht man nicht. So. Mal gucken. Und, wie schaut's aus? Naja, ich glaube, es wird doch bald... Ja, es wird bald Nacht, genau. Also, wie immer, unser Gespür hat uns da noch nicht verlassen.
So, na, noch ein bisschen, dann haben wir es auch gleich geschafft. Also es ist komisch, auf dem Rückweg ist es nicht, ne? Es ist nur auf dem Hinweg. Sollte man vielleicht ausprobieren, ob das einfach nur generell beim ersten Mal ist, wenn man hier lang fährt, wenn man die Welt wieder geladen hat, oder ob das halt generell ist. Müssen wir halt mal ausprobieren. Werden wir dann ja sehen. Ich begebe mich jetzt noch kurz in unser sicheres Häuschen. Nicht, dass irgendwas passiert. Oh, hoffe, wir schaffen das auch. Ja, wunderbar. Okay, dann war es auch für diese Folge wieder gewesen. In diesem Sinne dann bis zum nächsten Mal. Euer Mr. Zocker.